die Hochschulen, dadurch, dass sie Forschung betreiben, sind hochgradig digital orientiert. Die Hochschulen sind mit ihrer Forschung eigentlich immer cutting edge an dem Nutzen moderner Technologien. Also von daher eigentlich auch immer das, was aktuell ist an digitalen Medien, wird verwendet. Die Frage ist, ob man sie strategisch nochmal neu einsetzen kann. Also inwieweit eine Hochschule in verschiedenen Leistungsbereichen sagen kann, wir wollen das hier noch besser verknüpfen, besser organisieren, wir wollen die Vernetzungsmöglichkeiten ausbauen. Und das ist das, was ja heute mit der Frage digitalisierte Universität, Hochschule, Hochschule 4.0 angesprochen wird. Wir können natürlich auch schöne Bausteine, schöne Lernumgebungen anderen zugänglich machen, sei es für die Weiterbildung, aber eben auch für die persönliche Bildung. Und in der Hinsicht könnte die Hochschule 4.0 auch viel Akzeptanz gewinnen, weil eben sichtbar wird, was man eigentlich macht und der Öffentlichkeit eben auch eine Möglichkeit gibt, daran teilzuhaben. Mit Sicherheit haben wir ständig das Problem Datenschutz. Das muss man auch sehr ernst nehmen. Wir reden über Lehrerbildung. Wenn ich in der Lehrerbildung heute versuchen würde, zu zeigen, wie unterrichtet man, dann könnten Unterrichtsvideos, also aufgezeichneter Unterricht aus Klassen, fantastisch sein. Gute Beispiele. Ja. Wir können Videos zeigen, wie jemand ganz toll Physik unterrichtet, oder wir können auch ein Video zeigen, wie es jemand schafft, innerhalb von einer halben Stunde die Schülerinnen und Schüler zum Einschlafen zu bringen. Ja, jetzt kann man sagen, gut, im geschützten Raum ist es vielleicht kein Problem, dass wir anschauen, wie eine Lehrerin oder Lehrer die Schülerinnen und Schüler zum Einschlafen gebracht hat. Aber wenn sie eben hinterher zufällig als Kollege, als junger Kollege oder Kollegin an die Schule kommen, wo der andere Kollege ist, sage, den kenne ich doch irgendwo her. Ja, und da ist jetzt auch der Punkt, wo dann manche Leute sagen würden, ich stelle meine Daten nicht zur Verfügung. Ich bin ja nicht verrückt. Ja. Aber also, ich versuche ein bisschen diese Spannungen zu beschreiben, die es gibt. Auf der einen Seite tolle Möglichkeiten, gerade auch für die Ausbildung, aber auf der anderen Seite auch den Schutz der Personen, von denen wir die Daten haben. Wenn ich jetzt als Studierender weiß, dass es in meiner Universität eine Datenbank gibt, in der meine Studienfortschritte abgebildet sind, dann bin ich vielleicht dankbar, wenn jemand fürsorglich in einer bestimmten Situation wahrnimmt, da gibt es irgendwo ein Problem, vielleicht sollten wir mich einladen, zur Studienberatung zu kommen. Wo ich aber ein großes Problem hätte, wenn ich jetzt eine Bewerbung später mal irgendwo hinschicke, und eine Firma sagt, der hat doch an der Universität XY studiert. Wir sind ein bisschen interessiert, wie der eigentlich sein Studium gemeistert hat. War er oder sie zielstrebig? Gab es da irgendwelche Probleme und so weiter? Und da ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir ganz klar abschneiden die Verwendungsmöglichkeiten und dass da auch ganz klare Grenzen oder Mauern eigentlich hochgezogen werden, dass Daten für eine bestimmte Funktion verwendet dürfen, aber für andere nicht. Und das ist extrem wichtig. Das Gleiche gilt natürlich jetzt für andere Bereiche, wenn Sie an Big Data denken und sagen, wir haben jetzt verschiedene Daten über Personen. Also wir haben in Deutschland Panelstudien, das sozioökonomische Panel zum Beispiel. Da wird eine große Stichprobe von Menschen regelmäßig befragt. Das kann man sagen, das ist hochgradig interessant, das ist alles anonym. Natürlich sind es anonyme Daten. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, es gibt mehrere Daten, die zusammengefügt werden aus ganz unterschiedlichen Ecken, dann könnte theoretisch die Möglichkeit entstehen, dass man anfängt zu sagen, ich versuche mal hier Verlinkungen herzustellen, um eben doch möglicherweise Leute identifizieren zu können. Und in der Hinsicht, denke ich, müssen wir sehr sorgfältig aufpassen, was Datenschutz anbetrifft und dann eben die Frage, welche Datensätze muss man wirklich isoliert und getrennt betrachten und welche kann man für welche Zwecke auch zusammenführen und wer überwacht das Ganze?